den kennen wir doch. Oh. Hallo Kirby-Freunde und Kirby-Freundinnen. Heute geht's zum Auftritt des Bestienkönigs Endboss-Level. Jetzt wird's spannend. Bin gespannt, wie weit ich komme beim ersten Versuch. Schaffe ich es beim ersten Versuch oder nicht? Das ist hier die Frage. Und boah, das schaut ja auch richtig episch aus mit dieser Treppe rauf zu dieser Kathedrale hier. Wow. Richtig nice. Gibt es hier noch irgendwas zum Entdecken vorher? Ich sehe da jetzt mal nichts. Was besiegt man denn so einen Eisboss? Wahrscheinlich am besten mit Feuer, oder? Holen wir uns mal noch eine Maxi-Tomate. Reingemampft, aber ich habe eh volle Energie. Was haben wir denn hier oben? Da oben kommen wir wahrscheinlich zur Auswahl. Ja, zur Waffenwahl hier. Was nehmen wir? Ich nehme Feuer. Leute, ich glaube, Feuer ist einfach das Beste hier. Eis mit Feuer bekämpfen. Nehmen wir doch aus Pokémon. Vielleicht gab das ja auch bei Kirby. Mal rauf. Sehen wir da rechts hier noch irgendetwas? Hier. Nee. Aber da links sind so alte Käfige, wo Waddle Dees drin waren. Schaut euch das mal an, da links und rechts. Okay. Au, 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 au. Da ist der Schurke, der meine Freunde einsperrt. So nicht. Oh, da kriegt Kirby ein bisschen Angst. Ah, den kennen wir doch. Oh, der ist ja krass. Ein bekannter Boss in Kirby. Himmel auf Abstand halten einfach. Aha, okay. Wenn er die macht eine Attacke mit. Oh, schnell weg hier. Er macht Attacken mit diesen Stampf hier. Da muss man noch mehr. Okay, das stampft er schon wieder. Gescheit einheizen dem Ding hier. Ja, jetzt hat er ordentlich gebrannt. In seiner Felljacke. Ich glaube, die Felljacke. Was hat er sich denn jetzt geschnappt? Einfach mal so ein Riesending hier. Ich glaube, das macht nicht unbedingt gleich. Ne? Aber. Ah, ich war zu langsam. Ah. Anbrutzeln hier. Jetzt hat er mir auf die Mütze gehauen, aber ich brezel ihn einfach weg. Der Feuertag ist einfach zu OP, er hat keinen Plan hier. Er hat einfach gar keine Chance. Also Leute, wenn ihr euch mit dem Boss irgendwie schwer tut, nehmt Feuer. Ich glaube, das ist wirklich der einfachste Weg hier. Ich siege den Boss ohne zu blocken. Ja, ich habe einfach nur drauf losgebrezelt. Du hast die Blaupause für die Super Mega Gigabombe erhalten. Sehr gut. Und da befreien wir. Ich siege den Boss innerhalb von 1,30 habe ich auch geschafft. Geil. Ja, also es war mit Feuer echt easy. Ich habe es auch ein bisschen in Kauf genommen, Schaden zu nehmen dann. Um schnell zu besiegen. Aber es gibt sicherlich noch ein extra für besiege den Boss ohne Schaden zu nehmen, oder? Schlucke König Dreads Hammer. Okay, das unterste ist sicherlich keinen Schaden nehmen. Ja, cool ist das gelaufen. War easy. Doch nie. Hä? Was zum Plot Twist? Hallo? Ich dachte, das war's jetzt. Wieso kann er das? Verdammte Axt. Wurde zur Kirby aber traurig. Boah. So was. 5 von 7. Ist so wie gelaufen. Ah, den sehen wir wohl nochmal, diesen Endboss. Ah, da hat sich noch ein Bundeslevel aufgetan jetzt. Aha, die nächste Welt. Oh, die nächste Welt ist eine Wüste mit Oase. Au. Die Wüste. Die schaut mal krass aus. Evelyn wurde
von König Dredd entführt, erkunde das nächste Gebiet und rette Elfilin. Der einfach meine Elfilin weggeschnappt, so geht's doch nicht eh. Aber zuerst gehen wir dann noch zurück. Im Kontinent Ankunft, also ein ganz anderer Kontinent jetzt. Okay. Ja, war krass, wie lang ist denn dieses Spiel noch? Ich dachte, dass ich eigentlich schon Richtung Ende gehe. Und jetzt taucht da auf einmal noch ein nächster Kontinent auf. Was zum Geier? Ich fliege nochmal schnell hier zurück zum anderen Kontinent. Weil da war ja ein Level, das sich hier aufgetan hat. Das nehme ich heute auch noch mit. Ah nein, dann brauche ich noch ein Megaschwert. Aber ich habe ja eine Blaupause bekommen, die löse ich jetzt noch schnell ein. Das mache ich noch schnell. Blaupause einlösen. Genau. Aha, was ist denn jetzt los? Aha, 155 Waldis hast du gerettet. Die Stadt wächst. Was ist denn hier, ein Fischteich? Ich kann jetzt Flinkfisch spielen. Cool. Ein Fischabenteuer hier noch. Fischen? Ah, Fischen finde ich total lässig. In Videospielen taugt mir total, auch in Zelda immer. In der letzten Zelda-Live-Folge habe ich das gemacht. Hätten wir auf dem Kanal schauen. Zelda Ocarina of Time spiele ich ja jeden Sonntag momentan. Live um 21 Uhr. Ah, da, hier. Blaupause. Okay, er schaut sich das mal an. Checkt es voll ab. Und, aha, okay. Hier kann ich noch eine bessere Bombe haben. Was kostet die? 800 Sterne. Das geht sich gerade noch aus. Die ist richtig teuer. Ich muss dann wieder Sterne sammeln. Aber die kann ich mir noch gönnen. Das geht sich. Das geht noch. Und fett drauf waren. Immer fest drauf. Für eine bessere Verwandlung. Und mal schauen, was die kann. Aha. Sucherbombe entwickelt. Okay. Es findet ihr jetzt den Gegner alleine, oder was? Ja, da ist doch so eine Satellitenantenne dran, der Kirby. Das schaut mir ziemlich nach einem Militäreinsatz aus hier. Okay, schauen wir mal, was der kann. Oh, da kann ich hier. Und? Aber was sucht hier? Die kann ich einfach so hinlegen und die dreht und fährt dann zum Gegner hin. Wie geil ist das denn? Und gibt es noch eine bessere Variante? Nein, aufladen kann ich sie nicht. Was macht sie in der Luft? In der Luft kann ich es auch nur werfen. Und wenn ich mich ducke. Hä? Ah ja, den kann ich auch noch nicht. Interessant. Aha. Also hier so in die Knie gehen und dann hier so schnell zurückhüpfen. Also es ist schon krass, wie viel Moveskurve eigentlich machen kann. Das kriegt man erst irgendwie so spät daraus. Also ich glaube, wenn man da viel übt, kann man da richtig gelenkig hier mit Kirby rumhüpfen überall. Den Rückwärtssalto, krass, dass ich den jetzt erst entdecke. Hätte ich den von Anfang an schon machen können? Na krass. Das war's auf jeden Fall schon wieder mit dieser Endboss-Folge mit ein bisschen Zusatzmaterial zugegebenermaßen. Das nächste, ja, der nächste Kontinent kommt beim nächsten Mal. Deswegen abonnieren nicht vergessen und auf die Glocke drücken. Daumen hoch werden sich auch nicht verkehrt. Und hier am Bildschirm erscheint schon wieder das nächste Video für euch. Draufklicken, weiterschauen und wir sehen uns gleich wieder.